Der Song ist so ein Aushaltelied. Das ist so ein Hoffnungslied. Es überbrückt sozusagen die Entfernung, die zwischen zwei Menschen ist. Laura verwandelt die Sehnsucht nach ihrem Freund in einen wundervollen Song. Ja, ich hatte Gänsehaut in einigen Momenten von diesem Lied. Die Person, für die ich das geschrieben habe, die weiß natürlich, dass ich hier bin. Und er hat mir auch natürlich viel Glück gewünscht und es hat ja funktioniert. Wir wollen dir sagen, dass du im Finale bist. Laura trifft auf Blue. Die vier Jungs aus London geben Vollgas im Studio. Ich fand eigentlich alles super, was sie gemacht haben. Sie haben mich auch immer gefragt, ja, und findest du das gut? Und es war schon ein schönes Gefühl zu sehen, was aus meiner kleinen Idee, die ich am Anfang hatte, dass daraus so was Großes wird. Sie ist wirklich begabt. Das merkt man sofort. Ich denke, sie könnte groß rauskommen. Sie hat wirklich etwas Besonderes. Ich hoffe sehr, dass euch der Song gefällt. Und wenn ja, dann ruft doch für mich an. Und jetzt ist sie bestimmt besonders aufgeregt. Mit ihrem Paten Blue steht sie hier auf unserer Bühne. Und ist unsere Startnummer 1. How It Feels, komponiert von Laura. Das ist dein Song! Blue, introducing beautiful Laura. Check it out. I wanna grab you and kiss you. I wanna scream cause I miss you. I wanna be there with you. Yeah. You stop the air that I'm breathing when you turn around and say that you're leaving. I pinch myself for my dreaming. But when I look at you, I feel we can make it. Feel we can make it. Hey, you believe me, it's true. It's my heart you're taking. My heart you're taking. Cause everything feels so. Thousands of miles between us. Where will this distance lead us? I'll walk the road to where you are. Yeah, I'll go through hell and back. Heaven's where you are and I know that. The place that I go home is in your arms. That's right. But when I look at you, I feel we can make it. No doubt. Cause everything feels so right. Yeah. Feels so right with you. I will never stop loving you. Loving you. Sing. And someday I will be with you. Right. Be with you. Be my baby. Be my baby. What? I want you to be my baby. I know that your heart is aching. Believe me, we're gonna make it, make it. Oh, oh, I want you to be my baby. I know that your heart is aching. Believe me, we're gonna make it, make it. Oh, oh. I will never stop.
gemacht, Laura. Sehr gut. So, kommt mit, macht's euch gemütlich bei mir hier auf der Couch. Genau, Laura, komm zu mir. Laura, how it feels? Wie fühlt sich's denn jetzt an, direkt nach dem Auftritt? Es fühlt sich ganz, ganz großartig an. Also ich bin so froh, dass ich hier bin. Wir sind auch froh, dass du bei uns bist, Tamara. Und die Zuschauer haben so mitgefeiert, wirklich toll. Du hast ja, wie wir schon gehört haben, das Lied für deinen Freund Elton geschrieben. Was hat er denn eigentlich das erste Mal gesagt, als du ihm gesagt hast, du hast einen Song über euch beide geschrieben? Wow. Wow. Er war ganz begeistert, natürlich. Schön. Und heute drückt er die Daumen, das wissen wir. Ja. Jetzt würde ich natürlich gerne von den Jungs wissen, wie es eigentlich ist, ob sie jemals schon mit einer so jungen Songschreiberin gearbeitet haben. Guys, Lee, have you ever worked with such a young composer before? No, I don't think we have. Nein, ich glaube eigentlich nicht. She's got such a great sense of melody. And I think that was the melodisch, und das ist das Erste, was uns aufgefallen ist. Sofort hat sie dieses Melodiegefühl, und das hat uns überrascht, und die Gitarrenfähigkeiten sind absolut einzigartig. Also es war wirklich toll, mit ihr zusammenzuarbeiten. Schöne Komplimente hier von Bruna. Wenn ihr zu Hause auch beeindruckt seid und euch vielleicht austauschen wollt über Lauras Lied oder über die alle noch folgen, dann könnt ihr gerne online gehen bei meinkika.de, könnt da chatten und diskutieren. Wir sind gespannt, was ihr zu sagen habt, und wollen jetzt auch mal zur Jury rüberhorchen, auch wenn die heute Abend ja nicht so wirklich was zu entscheiden hat, ne? Trotzdem wollen wir eure Meinung. Peter, ihr habt Laura direkt weitergeschickt ins Finale. Wenn du sie heute siehst mit dem Lied, sagst du immer noch absolut richtige Entscheidung? Ja, das hat es noch nie gegeben, dass wir direkt beim Vorspielen alle einer Meinung waren. Wir waren schwer ergriffen von diesem Song, berührt, emotional weggetragen worden. Mehr kann man nicht mit einem Song machen. Wir würden das, glaube ich, sofort wieder so machen. Und ich muss mich einmal kurz erheben, denn sonst kann ich mich vor diesem Song nicht verbeugen. Ja, yeah! Hey, Liebes. Wie schön, oder? Wenn euch Lauras Lied auch so berührt hat, wie Peter, wie die Jury, wie uns hier alle, dann solltet ihr euch dringend schon mal die Endziffer Nummer 1 merken. Denn das ist die Nummer für Laura und How It Feels. Nachher könnt ihr anrufen, allerdings erst, wenn wir alle 8 Komponisten gehört haben. So.